Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Montag, den 26. August, morgens um kurz nach 6. So sieht das hier aus, es ist noch angenehm frisch. Ja, und damit wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Start in die neue Woche. Und hier machen wir uns jetzt erstmal fertig, frühstücken noch ein bisschen und dann geht es los. Also bis später. Guten Morgen, jetzt mit Gesicht und ganz viel Ruhe. Wenn der Hund jetzt nicht noch nebenher hier schnaucheln würde, weil er gerade schön lecker gefressen hat. Die sind alle aus dem Haus und ich kann endlich alles wieder in Ruhe machen. Ihr glaubt gar nicht, ich glaube, jetzt beginnt mein Urlaub wieder. Ich liebe meine Familie, aber die kann auch sehr, sehr, sehr im Wege stehen oder chaotisch sein. Laut sind wir eigentlich immer, ne? Ja, von Natur aus. Auf jeden Fall sind sie jetzt alle außer Haus geflogen. Und ich bin zurück. Ich habe ein paar Teile für das Mittagessen geholt oder für drei Mittagessen, sagen wir mal so. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin und war geschockt. Jetzt zeige ich euch, ich hoffe, ihr könnt das auch sehen. Und ich war bei Kaufland. Ich bin so eine Kauflandgängerin. Jetzt muss ich mal gucken, ob ihr das so sehen könnt. Da. Ne, ein bisschen Kohl, ein bisschen Gehacktes, ein paar Schulhefte, ein Brot und so. Da sagt die eine Kasse, 39 Euro und ich denke mir, okay, das war im Angebot, das war im Angebot, das war im Angebot. Halleluja. Naja, aber es wurde ja gebraucht, also habe ich das auch mitgenommen. Ja, jetzt sitze ich an der Weide. Genau, ich war bei Kaufland. Also mir ist aufgefallen, die ganzen weiterführenden Schulen hier, die brauchen alle dieselben Schreib- und Mathehefte. Und ja, bei Kaufland war alles leergeräumt. Dann war ich noch bei Rossmann, da war alles leergeräumt. Da habe ich je Lust, mir noch rumzugurken. Ich denke ja mal, die werden in den nächsten Tagen auch wieder aufgefüllt. Ne? Hoffen wir einfach mal. Naja, aber ich war bei Rossmann und wie das dann so ist, dann eskaliert das ja mit mir, ne? Vor allen Dingen, wenn da so Dinge sind, so verpackungsmäßig. Naja, auf jeden Fall bin ich dann erstmal da rein, hab geguckt, die Schulhefte, hab bei Kaufland ein bisschen gekriegt, hab bei Rossmann ein bisschen gekriegt, da ein paar Hefte, da ein paar Ordner und so weiter, aber eben noch nicht alles, ne? Ja, dann hab ich, weil der Lenny sich gerne hin und wieder mal mein Trockenshampoo ausleiht. Und bei mir fällt halt nicht auf, wenn ich da, ich meine, jetzt braucht er nicht drauf achten, ne? Jetzt habe ich keins drauf. Aber wenn ich dann so weiße Stellen habe, sehe ich halt ein bisschen grau aus, so wie die Familie mich hier macht. Aber wenn er das in seinen Haaren macht, und der ist ja nochmal einen Tacken dunkler als hier, dann sieht das ein bisschen blöd aus. Ja, und jetzt teste ich mal. Wir hatten ein Trockenshampoo für dunkle Haare. Das war rötlich. Ich hoffe, das ist nicht so, weil dann flippt er aus. Jetzt haben wir das, was ich eben für blond habe, habe ich hier für dunkles Haar. Ich glaube, da war noch Trockenshampoo. Das war dunkel, für mittel. Ich weiß es nicht. Ah, der war leer. Naja, ich teste einfach mal, oder er testet das und dann muss er entscheiden, ob er gut findet oder nicht. Ja, dann hat Rossmann Tassimo-Kaffee-Pads im Angebot. Da habe ich dem Udo ein Paket mitgebracht. Er hat die letzten Tage irgendwann aufgefüllt, aber ich denke, komm, bringst du ihm einen mit. Und ich war für Schulsachen da, ich weiß. Aber ich kann das dann nicht durch den halben Laden, also da rein und dann irgendwie rufen mich immer so die ganzen Kosmetikstände und Pflegestände, die rufen mich immer. Ja,
Und dann bin ich jetzt hingegangen und dann hat das Verpackungsopfer Hirn gesagt, so, da musst du zuschlagen. Und zwar, Isana hat sich wieder übertroffen. Für den einen ist es kitsch, für mich ist es süß. Und zwar habe ich mir Tuchmasken mitgenommen. Wenn die Emma das sieht, dann kriege ich wieder was zu hören. Und zwar fangen wir an mit der Einhorn Edition, wollte ich gerade sagen. Mit den Einhorn-Tuchmasken. Guck, ist süß, oder? Oh Mann, also das ist mir wirklich aufgefallen. Dass ich wirklich, dass das bei mir wirklich, ich habe immer super Augen gehabt. Ich konnte immer die kleinsten Fitzelchen lesen. Jetzt bin ich aber auch schon so dran. Wie sagte der gute Herr in dem Brillengeschäft? Dauert nicht mehr so lange. Ja, ich glaube, ich würde sogar sagen, dass man, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier auch Einhörner drauf sind. Ja, auf jeden Fall die einmal. Dann fand ich die ganz drollig. Das war so ein Aufsteller. Und ich glaube, ich habe alle mitgenommen. Diese hier. Diese. Trollig, oder? Das Schlimme ist, kennt ihr den Zwiespalt zwischen, das ist so süß, das kannst du nicht benutzen und du kannst es aber auch nicht verrotten lassen. Alleine die ist komplett matt, nur die beiden Herzchen, um die das hier schimmert. Erkennt man das? Schön. Boah, ich hab so eine Ratsche. Ne? Wenn der Udo das wieder sieht, dann sagt er wieder, Alter, es ist soweit. Davon habe ich zwei mitgenommen und jeder, der mich kennt, weiß warum. Ihr wisst ja, Flamingos und ich, ne? Guck mal, wie schön. Allein die Verpackung ist so toll. Ja, und das waren, also das waren die Tuchmasken und dann gehen wir zu den Augenpads. Da habe ich mir dann einmal mitgenommen. Also die vier Sorten von Tuchmasken gab es da und dann diese Augenpads, die ich euch jetzt zeige, gab es da. Da habe ich mir einmal mitgenommen, Hydro Augenpad Sweet Temptation mit Pfirsich und Hibiskusextrakt. Alleine diese Aufmachung. Richtig schön. Jetzt habe ich mein Puzzle, was hier drunter liegt, auseinandergenommen. Und dann habe ich mitgenommen, hier, Hydrogel Augenpads One in a Melon. Melonenextrakt und Hyaluron. Aber, guck mal, das sind so Scheiben. Kann man das erkennen? Oh Gott, ich hoffe. Irgendwie muss ich das jetzt halten, dass man das auf jeden Fall einmal sieht. Das sind so Melonenscheiben. Ich bin gespannt. Ich weiß. Und davon habe ich zwei mitgenommen, für Emma dann auch. Ich bin ja nicht ganz böse. Hin und wieder darf sie ja sowas auch mal machen. Und zwar Augenpads Panda Love, Wildrosen und Macadamiaöl ist da drin. Guck mal, so sehen die. Oh ne, das ist unscharf, sehe ich gerade, ne? Vor allen Dingen komme ich immer mit nach vorne, weil ich das erkennen muss, ob ihr das seht. Ich hoffe einfach. Davon habe ich zwei mitgenommen und hiervon. Die fand ich auch so drüben. Mondstein und Lotusblütenextrakt. Die sind doch auch drollig. Ja, ich weiß, sie haben Knall. Aber ich bin nun mal so. Und ich denke, das ist auch nicht schlimm, dass ich so bin, oder? Ich weiß es nicht. Naja, das ist nicht alles. Dann bin ich die ersten paar Male, wobei ich sagen muss, der Aussteller war auch grundsätzlich immer irgendwie leer, bin ich aber immer gut vorbeigekommen, außer heute irgendwie. Und das Schlimme ist, man weiß ganz genau, das hat man immer irgendwo schon in irgendeiner Palette. Da wisst ihr, was jetzt kommt. Ich freue mich wieder so sehr auf die Zeit, wo die Temperaturen niedriger sind, wo ich mich endlich wieder verkleiden kann, maskieren kann. So, und zwar geht es um die LE, die Reval Loves Me hat.
um die Essential LE von Maxim. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Fangen wir an mit der Lidschattenpalette. Boah, ich weiß nicht, wie kann man die so erkennen? Das ist blöd, dass ich jetzt so, guck mal, schön, ne? Dass ich jetzt so eben nicht zum Licht sitze. Aber da habe ich mir einmal diese Lidschattenpalette mitgenommen. Ich finde das so süß, die ist so handlich, die kannst du überall mit hinschleppen. Jetzt hätte ich sie euch mal gerne gezeigt. Jetzt kriege ich sie nicht auf. Jetzt habe ich aber auch nichts hier, um das aufzumachen. Naja, zeige ich es euch beim nächsten Ding, wenn ich jetzt hoffentlich nicht vergesse. Dann haben wir eine Duo Face Palette. So sieht die aus, oder so. Genau. Richtig schön große Fännchen, finde ich. Dann haben wir ein Color Correcting Powder. Das sieht so aus. Und wie gesagt, allein schon die Aufmachung, die ist wunderschön. Und dann bin ich gespannt, dann habe ich hier einmal einen Radiance Primer und einen Blue Stick. Ich habe keine Ahnung, wie, wo und was. Zeigen wir es euch mal. Das ist der Primer. Kriege ich den im Winsten auf? Wie gesagt, sonst muss ich das aufmachen und dann komme ich, dann zeige ich das gleich nochmal. Und hier dieser Blue Stick. So sieht der immer aus. Ja. Da gab es noch einen Lipgloss, den habe ich da gelassen, weil das mag ich nicht. Lipgloss ist, weiß ich nicht, nicht unbedingt meins, ne? Nee, ich bin eskaliert. Merkt ihr? Wenn alle zu Hause sind, da düse ich nicht so oft in der Geschäfte rum. Das ist wahrscheinlich besser, ne? Aber ja, man kann nicht alles haben. Jetzt werde ich auf jeden Fall eine Kleinigkeit frühstücken. Dann werde ich die Sachen alle verräumen. Dann einmal hier aufräumen und dann muss ich anfangen mit Waschen. Ich habe so keine Lust. Ach ja, und die Mülltonnen reinholen. Das werde ich auch noch. Und dann werde ich gucken, was es zu essen gibt. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Aber vielleicht, ja, wir gucken einfach mal, wie was läuft und wo und warum. So sieht's aus. Aber jetzt seid ihr wieder up to date. So lief das bisher hier. Und ja, wir hören und sehen uns dann später wieder. So sehen jetzt die Produkte offen aus. Einmal, zweimal, die sind alle matt, außer der erste, der schimmert. Und hier auch. Ja, so sieht das aus. Guck mal, passt so richtig zur Tischdecke, ne? Hallöchen, hallöchen, 7:30 haben wir. Und ja, ich habe bis auf zwei Maschinenwäsche alles weggewaschen heute. Da das Wetter so, es war zwar die Sonne manchmal draußen, aber ja, das war nichts Ganzes und nichts Halbes, habe ich die Wäscheständer also hier stehen. Und ja, dann trocknet die Wäsche halt drin, dann ist das nochmal so, ne? Ja, das habe ich alles gemacht. Dann war meine Familie irgendwann wieder zu Hause, dann haben wir Mittag gegessen. Und zum Nachmittagabend kam meine Schwester vorbei, da haben wir wieder Nägels gemacht. Ich weiß aber noch nicht so, kann man gar nicht so erkennen, ne? Ja, die glitzern auch so ein bisschen, zeige ich euch morgen, denke ich mal, im Sonnenlicht, wenn ich es nicht vergesse. Ja, auf jeden Fall haben wir das bis gerade gemacht. Und jetzt habe ich mich hingesetzt, Udo ist draußen, sein Kumpel ist da, die quatschen da. Und ich sitze jetzt hier und puzzle ein bisschen. Und genau, das zeige ich euch dann gleich einmal. Und sonst wird hier heute auch nicht mehr wirklich viel passieren. Ja. Ja, sofort. Ich guck mal eben, was mein Männer hat und dann
zeige ich euch der Puzzle. So weit bin ich schon. Was man weit nennt. Aber immer so zwischendurch mal. Ne, wenn du jetzt so eine ganze Zeit lang hier dran sitzt, dann siehst du auf einmal nichts mehr. Und dann setzt du dich das nächste Mal dran, da findest du wieder 3-4 Teile. Und so puzzle ich dann immer so nach und nach meine Puzzle zu Ende. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Guten Morgen, wir haben heute Dienstag, den 27. August, morgens um 6 Uhr. Es ist ganz schön frisch, ja, noch. Deswegen tanken wir jetzt hier noch die Frische und lassen die noch ins Haus. Denn heute sollen wir da irgendwie 28 Grad werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag und gehe jetzt mit dem Hund. Ich habe mich heute Morgen das letzte Mal gemeldet, glaube ich, ne? Ja. Heute Morgen war ich kurz auf der Bank und anschließend habe ich dann hier zu Hause soweit alles aufgeräumt. Wir haben es mittlerweile richtig schön warm wieder. Ja, dann habe ich irgendwann Mittagessen gemacht. Davon bin ich jetzt gerade Zeus am Wegräumen. Die Emma ist unterwegs und ja, ich muss jetzt die Spülmaschine ein- und ausräumen. Die Handtücher, die ich heute Morgen gewaschen und getrocknet habe, alle, die muss ich jetzt auch falten. Was heißt muss ich? Die werde ich jetzt da falten. Wenn die Sonne komplett aus dem Garten ist, dann werde ich noch Rasen mähen. Der hat das nämlich wieder bitter nötig. Und ja, dann schauen wir mal. Ich denke mal, da werden wir uns was raussetzen und noch das schöne Wetter genießen. Wer weiß, wie lange das alles noch so ist. Ja, ich denke mal, so wird das heute gemacht. Also ist nicht wirklich viel passiert, deswegen war auch die Kamera nicht wirklich an. Solche Tage gibt es auch. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich sehe es auf jeden Fall. Aber es muss mal wieder gestutzt werden. Und das werde ich jetzt tun. Woran merkt man, dass der Herbst kommt? Nicht nur daran, dass die Blumen so langsam, also manche, so langsam aufhören mit Blühen, sondern dass man hier wieder merkt, dass das alles so feucht ist. Und wenn ihr dann Rasen mähst, dann alles über die Fliesen schmierst. Ja, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern jetzt sieht man wieder, es ist schön geschnitten. Ist schön, ja, okay. Da, ne, da hätte ich mit dem Kantenschneider drunter gehen müssen, aber ja, das Gröbste ist gemacht. Guten Morgen, wir haben heute Mittwoch, den 28.08. Morgens um 5:45. Der Mond ist auch noch da. Ja, es ist noch schön frisch. Soll aber wieder warm werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis später. Ich melde mich auch nochmal aus dem schönen, angenehmen 33 Grad warmen Wintergarten. Ich glaube, im Schatten sind es nur 29 oder so. Es reicht. Ja, was habe ich heute gemacht schon? Wie spät haben wir denn? 20 nach 2 haben wir jetzt mittlerweile. Ich habe heute Morgen meine Kinder zur Schule gebracht. Dann bin ich anschließend direkt einkaufen gefahren. Habe mich geschockt, oder ich wurde geschockt, sagen wir mal so. Nicht ich habe mich geschockt, sondern ich wurde geschockt. Jetzt waren wir die letzten Wochen, also in den Sommerferien waren wir jetzt nicht so oft einkaufen, also ich eher weniger. Wir sind mal hingegangen und haben unsere ganzen Vorräte so mal mit aufgebraucht und ja, oder Udo ist mal hingegangen und hat, was mitgebracht, wenn er unterwegs war, ne, was wir zum Essen brauchten. Und ja, auf jeden Fall war ich nicht so oft unterwegs. Ja, und heute komme ich da hin und dann sehe ich, da stehen da schon, ihr habt das bestimmt schon alle gesehen, Lebkuchen in der Regale. Wir haben den 28. August, Lebkuchen bei 30 Grad. Ich meine, gibt Leute, um Gottes Willen, und das soll auch so sein und das ist auch vollkommen okay.
die das jetzt schon essen. Aber für uns ist das eher so, ja, wie sagt man, so ein Ritual. Also wir zelebrieren das im Advent immer so, an den Adventssonntagen. Dann machen wir ein Tellerchen mit Spekulatius und Lebkuchen, Pfeffernüsse, Dominosteine und so weiter. Dann schön mit Kakao. Und dann entweder gucken wir Fernsehen, hören Musik oder quatschen einfach nur. Aber so machen wir das. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste das oder würde das jetzt schon essen, dann habe ich da ja gar keinen Hunger mehr drauf im November, Dezember. Aber gut, warum auch nicht? Ne? Die werden sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt so einen Lebkuchen mit einem schönen warmen Kakao essen und trinken. da trinke ich doch lieber eine kühle Cola und esse ein leckeres Eis oder so. Aber gut, jeder so wie er mag und möchte. Ich war nur ein bisschen irritiert. Ich freue mich übrigens. Die Saison fängt ab Sonntag an. Ich glaube, Sonntag haben wir den ersten, ne? Also ab nächsten Monat, ich sage einfach mal nächsten Monat, fängt die Saison wieder an. Und da freue ich mich auch drauf, wenn es dann wieder kühler ist. Wenn wir lecker Muscheln essen, da freue ich mich drauf. Das ist, ja, das kann ich öfters essen. Das ist so, worauf ich mich so essenstechnisch drauf freue. Aber gut. Ja, dann bin ich dann nach Hause, hab dann hier aufgeräumt, die Spülmaschine eingeräumt und angemacht. Und ich muss jetzt hier noch die Blümchen gießen, weil die haben ja auch Durst. Denen ist ja auch warm. Und dann werde ich das Mittagessen machen. Es gibt heute Nudelauflauf. Ja, und dann werde ich, denke ich mal, danach noch in den Keller gehen, an meinen Basteltisch. Da freue ich mich riesig drauf. Also immer noch mein Angebot, falls du Interesse hast. Denk dran, Weihnachten steht schneller vor der Tür, als uns wieder lieb ist. Und auch jetzt werde ich schon Weihnachtskarten und alles anfangen. Denn, wie gesagt, das macht ja zapp, zarab und dann ist das schon wieder alles da. Und man sagt wieder, wo kommt das denn her, ne? Ja, genau. Da werde ich nämlich da schon was vorbereiten. Also, ich weiß ja nicht, du bist vielleicht Weihnachten eingeladen, möchtest deine Kleinigkeit mitbringen oder du lädst ein und möchtest deinen Gästen kleine Goodies schenken und eine Freude machen. Ja, melde dich gerne. Oder du hast einen ganz anderen Anlass. Ich bastel ja zu allen Anlässen. Und dann lass es mich ruhig wissen. Genau, dann werde ich das machen. Dann haben die Kinder beide heute noch ihre Sportaktivitäten. Und dann ist der Tag auch schon fast wieder rum. Ja, dann werde ich jetzt mal das Essen weitermachen. Und dann werde ich dann gleich nach unten tapsen. So sieht's aus. Sei da wieder auf dem neuesten Stand. Hallöchen aus der Dunkelheit. Oh, der Tütata, hier geht's schon wieder rund. Wir haben keine Ahnung. Ich glaube gleich 22 Uhr. Wir waren, ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich aufgehört mit Quatschen. Ich kam vom Basteltisch, ja. Und dann haben wir lecker heute Nudelauflauf gegessen. Und dann ging es kurze Zeit später auch schon für die Kinder los zum Sport. Emma zum Schwimmen, Lenny zum Fußball. Dann bin ich vom Schwimmen, sind wir dann noch zum Lenny gefahren und haben da noch zugeguckt. Und jetzt sitzen wir hier und haben Feierabend. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen irgendwo gucken, was im Fernsehen ist. Und das wird dann hier gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Restmittwoch. Es ist ganz schön warm. Warm. Ich muss gleich noch einmal lüften hier. Hier fährt Blaulicht vorbei. Keine Ahnung, was hier schon wieder los ist. Hoffen wir mal einfach nichts Schlimmes. Ja, ich wünsche euch jetzt einfach noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.